Die beiden Verwaltungen, die der Stadt und die der Ruhr-Universität, haben sehr viel Parallelen. Was wir hier viel diskutieren ist, wie wir denn die Dienstleistungen, die wir anbieten, wie wir die stärker aus der Sicht der Nutzer anbieten können. Ich glaube, die beiden großen Herausforderungen für Verwaltung momentan sind einerseits der effiziente Umgang mit Ressourcen und auf der anderen Seite Digitalisierung. Das Vorhaben, so eine Verwaltung mit ihren ganzen Prozessen zu digitalisieren, wenn man das systematisch angehen möchte, das ist wirklich groß und da braucht man viel Geduld. Was ich toll finde, ist, dass die Stadt eben gesagt hat, wir nehmen dieses Feld, modernes Stadtmanagement, als eigenständiges Feld und behandeln das. Weil das erfordert auch ein bisschen Mut, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man sozusagen sagt, wir wollen da besser werden, dann ist das intern natürlich auch oft so, dass sie sagen, haben wir es bisher nicht gut gemacht. Das heißt, das ist auch ein schwieriger interner Kommunikationsprozess, der sich aber lohnt, weil das Thema wichtig ist und die Grundlage für alles andere bildet. Die Straße kenne ich tatsächlich schon so vor 15 Jahren und das war für mich die schlimmste Straße Bochums. Als ich die Idee hatte, mich selbstständig zu machen, habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit den verschiedenen Stadtteilen, habe einen Tipp bekommen, dass es hier sich sehr entwickelt hat. Ich habe mich sofort verliebt und das habe ich nicht bereut. Ich finde, es ist ein sehr schönes Miteinander hier. Man ist ganz schnell hier per Du, man ist ganz schnell, ach super, dass es dich jetzt hier gibt, auch toll, dass ihr hier was macht. Die Leute, die hier leben, die finden das einfach schön, dass sie auch mal hier ums Viertel schlendern und einfach nur ein bisschen gucken und hier mal rein und ein Pläuschen halten und nochmal einen Kaffee trinken und gut ist. Das macht ein Viertel aus und deshalb sind wir hier und ich denke, das ist ganz wichtig für eine Stadt. Also für uns ist es ganz toll, dass wir eines der Aushängeschilder im kulturellen Leben der Stadt Bochum geworden sind und dass wir so viel Akzeptanz gefunden haben. Man muss vor allen Dingen dafür wissen, dass es sowas vorher in der Jahrhunderthalle nicht gab. Also dass das Street Art stattfinden würde und da Parcours gelaufen wird und sowas, das war nicht denkbar. Aber was eigentlich ganz toll oder besonders sich entwickelt hat, ist der Open Space. Das ist also eine Trainingshalle, die hier in Bochum ist. Sie war seit Juni 2015 für alle Jugendlichen offen steht und seit 2015 sind schon über 1600 neue Jugendliche in den Open Space gekommen, um hier zu trainieren. Und wir haben hier also, ich weiß nicht, 25 bis 30 verschiedene Nationalitäten, Männlein, Weiblein, also jeder, der hier trainieren will, ist hier willkommen. Wir haben ja mit Urbanetics quasi bei Null angefangen und wir haben ja also festgestellt, dass wenn ein Projekt den Menschen gefällt, dann wird es auch getragen und auch gefördert. Uns geht es halt darum, so ein bisschen die Elite von unten zu finden. Ne? Also wir machen Talentscouting hier und unter Talent verstehen wir, dass wir die Leistung dieser Schüler in dem Lebenskontext bewerten. Manchmal ist da überhaupt gar kein Vater, gar keine Mutter und trotzdem machen diese Jugendlichen ihren Schulabschluss und wollen vorankommen. Wir haben viele, viele junge Menschen, die darauf eigentlich warten, dass man ihnen eine gute Perspektive anbietet. Zum Beispiel habe ich es jetzt vor kurzem geschafft, Schülerinnen in ein Stipendium zu vermitteln, in Ruhrtalente, auch ein neues Stipendium fürs Ruhrgebiet. Und das war natürlich ein wahnsinnig großer Erfolg, sowohl für die Schülerinnen als auch für mich. Ich freue mich quasi genauso. Die Wichtigkeit des Themas wird immer bewusster und eigentlich müsste man jetzt hergehen und alle Projekte, die mal so da sind, miteinander vernetzen und bündeln. Was in Bochum hochattraktiv ist, ist natürlich einmal, dass das Thema Gesundheit erkannt worden ist und dass man dort eben auch versucht, das Ganze zu unterstützen. Das ist für uns natürlich eine der wichtigsten Ansiedlungsfragen gewesen, wo wir auch einfach auch viel Potenzial sehen. Dass man an der Stadt, wo man eben auch einen wissenschaftlichen Schwerpunkt setzt, eben auch überhaupt Wissenschaftler oder eben auch Experten eben bekommen kann. Und das ist ja in Bochum. Wir sind eine exzellente Ausbildungsuniversität und produzieren exzellenten Nachwuchs. Was schade ist manchmal, dass diese Nachwuchskräfte sich komplett im Bundesgebiet verteilen. Umso wichtiger ist es, dass wir Hightech-Arbeitsplätze auch genau in Bochum eben aufbauen und vor allem auch erweitern können.